Dann können wir uns noch in der verbleibenden Zeit diese Aufgabe, die nächste 119 oder sowas B anschauen. Richtig, da geht es auch um Superpositionsprinzip. So, wie sieht die? Da gibt es nicht mehr Werte. Also wir haben einen Widerstand, wir haben eine Spannungsquelle, wir haben eine Induktivität und wir haben nochmal einen Widerstand und nochmal einen Widerstand. Bisschen Knick in der Optik hier. So, und dann ist hinten über dem Widerstand nochmal eine Quelle. So, und hier oben ist das alles miteinander verbunden. Das ist ein Knotenpunkt und ein Knotenpunkt und ein Knotenpunkt. Und die Widerstände heißen von links nach rechts durchnummeriert R1, R2 und R3. Das ist einfach ein L. Ich schreibe hier mal direkt, so wie das schon in der Aufgabenstellung steht, da ist das schon im Frequenzbereich oder im Bildbereich ein J-Omega-L. Und die Quelle, die hier links ist, ist die Quelle UQ1, die zeigt auch nach links. Und die Quelle UQ2 hier drüben, die zeigt nach oben. So, und jetzt wollen wir das Ganze auch wieder mit einem Superpositionsprinzip rechnen oder lösen. So, und das heißt, was machen wir wieder Schönes? Quellen nacheinander ausschalten oder immer nur eine Quelle einschalten. Also machen wir wieder nur UQ1. So, und ich mache jetzt wieder im Prinzip genau das gleiche Spiel. Ich zeichne mir die Schaltung so ein bisschen um. Zeichne diese Quelle auf die linke Seite. Und so wie wir das so kennen, so dass sie nach unten zeigt, dass es dann vergleichsweise einfach sein sollte zu erkennen, was hier zu wem in Reihe und parallel ist. So, und dann sehen wir, also, ne, das ist ja hier der gleiche Punkt wie hier, da kommt erstmal hier so ein Knotenpunkt und der Strom könnte fließen über diese Induktivität oder über den Widerstand R2. Also ich mache erstmal hier so einen Knotenpunkt. Und es könnte fließen über den Widerstand oder über die Induktivität. Eine Schwingung zu viel. So, also wenn wir an der Induktivität angekommen sind, dann ist da wieder so ein Knotenpunkt, nämlich auch dieser Knotenpunkt hier. Und dann geht es noch über den Widerstand R1 und dann sind wir wieder schon zurück zur Quelle. Also hier kommt irgendwie nochmal so ein Knotenpunkt und von dem Knotenpunkt geht es über den Widerstand R1 schon zurück zur Quelle. Das ist der Widerstand R1. Das hier ist der Widerstand R2. Das ist das J Omega L. So, und ja, was passiert jetzt hier hinten noch in dem letzten Teil? Ja, also den Knotenpunkt hier nenne ich mal A. Das ist der gleiche Punkt A wie hier. Den Punkt nenne ich mal B. Das wäre jetzt der gleiche Punkt wie hier. Hier komme ich sozusagen bei B raus. Und den Punkt hier oben, den nenne ich mal C. Der ist hier. Das ist dieser Knotenpunkt, das ist das C. So, was passiert hier noch zwischen B und C? Die Quelle, wenn ich die ausmache, wird die zu einem Kurzschluss. So, das heißt, was passiert mit dem Widerstand R3? Der fällt raus, ne? Der hat gar keinen Einfluss. Also weil zwischen B und C ist dann hier dieser Kurzschluss aufgrund der ausgeschalteten Quelle. So, jetzt die große Frage, was wollen wir jetzt hier eigentlich ausrechnen in der Schaltung? IL, also hier wieder den Strom von oben nach unten? Ja. Ja. Also von IL als Zeiger. So, und der soll jetzt ja fließen von Richtung C, von Knoten C in Richtung A, von Knoten C in Richtung A. Das wäre hier jetzt nach oben, ne? Also hier den Strom IL, den wollen wir jetzt ausrechnen. So,
Naja, und ich meine, wie sieht das jetzt aus? Von der Topologie her, so wie eben, genau wie bei der vorigen Aufgabe. Ja, bloß, dass jetzt die, könnt die Schaltung noch ein bisschen umdrehen, aber wir haben wieder ein Element und dazu in Reihe die Parallelschaltung von zwei anderen Elementen und wir suchen diesen einen, so einen Teilstrom da in dieser Parallelschaltung. So, also das heißt, wenn wir jetzt diesen Strom hier ausrechnen wollen, was nehmen wir wieder? Stromteilerregel. Und sagen, der Strom IL ergibt sich so, wie schreiben wir Stromteilerregel auf? R1 durch. Wir sind hier oben. R2. Genau, also ja, Widerstand, wo der genau, Widerstand, wo der Strom oder Impedanz, wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch den Ringwiderstand. Den Ringwiderstand, das ist. Nee, Ringwiderstand ist doch nur hier oben. Das ist dann die Parallelschaltung. Da, das ist die Parallelschaltung. Ja, das ist das ein reingeschaltetes Element, das ist die Parallelschaltung. Ich meine, deswegen zeichne ich das ja jetzt genauso um. Ja, also damit man, ich meine, wenn du jetzt hier oben drauf guckst, kann man natürlich in Ansätzen auch erkennen, der ist in Reihe und dann sind die beiden parallel, weil das ist da hinten ja kurz geschlossen. Es ist aber meines Erachtens hier noch irgendwie schwieriger zu erkennen, zumindest so mit dem ungeübten Blick, was ist denn jetzt hier zu wem in Reihe und parallel. Also hier unten, würde ich ja sagen, auch Leute mit eingeschränktem Sehvermögen erkennen, die beiden sind parallel geschaltet, der ist dazu in Reihe. Oder nicht? Richtig. So. Also R2 plus J Omega L, weil das ist der Ringwiderstand in dieser Parallelschaltung, mal den Gesamtstrom, call it whatever you want, den nenne ich jetzt hier oben irgendwie I. Einmal I. So, mal I. Was muss man jetzt in dieser Stromteilerregel streng genommen noch beachten? Ich habe jetzt den Gesamtstrom hier so eingezeichnet, dass der hier lang fließt und der ist aber nach oben gemeint. Genau, da muss noch irgendwo ein Minus mit rein in diese Formel. Deswegen verschiebe ich hier mal das ist gleich noch ein bisschen und quetsche noch ein Minus mit davor. Ja? Wegen entgegengesetzter Richtung. So, und jetzt müssen wir noch natürlich den Strom I ausrechnen. Wie kriegen wir den Strom I raus? Genau, Quellspannung durch Gesamtimpedanz und Gesamtimpedanz kann ich prinzipiell bestimmt auch direkt gleich so hinschreiben. Die ist dann wie groß? R1. Genau, R1 plus R2 parallel J Omega L, ganz genau. Ja, so, und jetzt, wenn wir Zahlenwerte hätten, haben wir nicht, können wir das da einsetzen, das hier einsetzen und dann kommt da was bei raus. So, haben wir aber nicht. Dann brauchen wir das zum Glück auch nicht zu machen. Ist ja vielleicht auch ganz gut. Ja? So, und jetzt machen wir das Gleiche natürlich nochmal für UQ2. So, also das heißt, ich schalte jetzt nur diese Quelle an, die zeichne ich mir jetzt auch wieder so hin und vielleicht lasse ich die jetzt mal nach oben zeigen. Das macht ja jetzt nicht viel Unterschied, macht vielleicht das Umzeichnen ein bisschen einfacher. So, also nach der Quelle UQ2 folgt im Prinzip dieser Widerstand. Tja, der hat ja aber hier auch hier keinen Einfluss auf die Schaltung. Also den könnte ich jetzt hiermit abzeichnen, aber der macht ja nichts bezüglich dieses Stromes hier. Ja? Also lasse ich den jetzt auch einfach weg. Der Widerstand R3, der ist ja einfach zur Verwirrung drin. Ja? Also der sollte am Ende, der hat natürlich irgendwie einen Einfluss auf den Strom, der hier durchfließt, aber der hat sonst keinen Einfluss auf die restliche Schaltung. Weil ich könnte ja auch einfach
hier diese Parallelschaltung, die Reihenfolge tauschen und dann sieht man das, dass ne, dann wandert der Widerstand R3 rüber und die Quelle hier rüber, dann hat der Rest der Schaltung hat überhaupt nichts mit dem Widerstand R3 zu tun. So, also ich lasse den R3 jetzt hier auch raus. So, also dann haben wir hier oben auf jeden Fall diesen Punkt C und dann sieht man, am Punkt C gibt es wieder eine Aufspaltung der Ströme oder einen Knotenpunkt. Es geht über J Omega L oder über R1. Das ist kurzgeschlossen. Wir kommen am Punkt A an. Ja, also hier oben ist C. Es geht einmal über R1 oder über J Omega L und wir kommen am Knotenpunkt A an. Und vom Knotenpunkt A geht es über den Widerstand R2 und wir kommen am Knotenpunkt B an und sind wieder unten bei der Quelle angekommen. Also R2 und hier unten ist der Knotenpunkt B oder das Potential B. So, und dann stellen wir fest, naja, das ist jetzt wieder Prinzip genau die gleiche Schaltung mit genau den gleichen Formeln, bloß dass sie jetzt R1 und R2 getauscht haben. Und ich glaube, einen Punkt gibt es noch. Wir sind ja wieder, also den Strom, den wir suchen, der fließt von C nach A. Von C nach A, der fließt jetzt hier nach unten. Das ist IL. Ja, und die Quelle würde ja aber trotzdem auch wieder einen positiven Gesamtstrom I in dem Fall in die Richtung, also eigentlich ändert sich nichts. Die kommen sich hier auch entgegen. So, also das heißt, ich kann wieder genauso einen Stromteiler aufschreiben und kann sagen, der Strom IL ergibt sich aus dem Element, wo der Strom nicht durchfließt in der Parallelschaltung, das ist das R1, durch den gesamten Maschenumlaufwiderstand, Impedanz in dieser Parallelschaltung, das ist R1 plus J Omega L mal den Gesamtstrom I, ja, also das I und das I hier, das ist jetzt nicht das gleiche I. Das gilt jetzt jeweils nur für diesen Fall und der Gesamtstrom I ergibt sich wieder aus der Quelle durch die Gesamtimpedanz. Die Quelle heißt jetzt hier UQ2 und der Gesamtwiderstand, die Gesamtimpedanz hier ist jetzt R2 plus diese Parallelschaltung R1 parallel zu dem J Omega L. Ja, und dann stellt man fest, das ist jetzt wirklich, das sind genau die gleichen Formeln. Hier habe ich noch das Minus vergessen, das ist hier nicht unwichtig. Ja, aber aus dem R2 und aus dem R2 ist ein R1 geworden, aus dem R1 ist ein R2 geworden, aus dem R2 ist ein R1 geworden. Prinzipiell genau die gleiche Formel. Und dann kann ich das wieder nehmen und das hier oben einsetzen und dann kommt da was bei raus. So. Und ja, was fehlt jetzt wieder streng genommen noch bei der? So die Rückwandlung in eine Zeit. Ja, die können wir ja nicht so wirklich machen, weil wir ja keine, also ist glaube ich auch nicht gegeben, also was ist denn laut Aufgabenstellung streng genommen gesucht? Das IL, also das IL aber als Zeiger wahrscheinlich. Addition. Genau, wir müssten noch wieder die Addition machen. Ne? Also das ist hier so ein IL2 und das ist so ein IL1. Und wir müssen eigentlich noch wieder sagen, Superposition I1 Gesamt ergibt sich aus, nee Quatsch, IL Gesamt ergibt sich aus dem IL1 plus IL2. So, naja, und ich meine, jetzt habe ich hier ein bisschen schlecht mit meinem Platz auf der Tafel gehaushaltet, stelle ich fest. Oder, tja, also... Werde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr hinschreiben, auch in der verbleibenden Zeit. Aber, also um mal so die Idee zu geben, wie rechne ich diese Parallelschaltung aus? Multiplikation durch. Genau, also Produkt durch Summe. So, wenn ich hier Produkt hinschreibe, ich kann das ja mal für einen Teil machen. Ja. Also ich schreibe jetzt hier hin, das ist R2 mal J Omega L geteilt durch R2 plus J Omega L. So, und jetzt würde ich ja
das hier oben einsetzen und hier dran schreiben. Also hier würde jetzt stehen UQ1 und dann eben das hier abgeschrieben. Also R1 plus R2 mal J Omega L geteilt durch R2 plus J Omega L. So, und was passiert jetzt Schönes in dieser Rechnung? Genau, also ich kann das, ich rechne jetzt hier das mal sozusagen das, ja, und dann kürze ich das hier an der Stelle weg, aber hier vorne kommt es mit zu. Also hier müsste ich jetzt noch rechnen, das mal R2 plus J Omega L. So, und jetzt können wir gucken, hier drüben haben wir gesagt, hier würde jetzt genau das Gleiche passieren. Ja, so, und dann, wenn man jetzt hier so scharf drauf schaut, kommt jetzt hier natürlich sowas raus wie R1 mal R2 plus R1 mal J Omega L plus R2 mal J Omega L. Also in dem Nenner, den ich hier oben bekomme, steht eben drin R1 mal R2 plus R1 mal J Omega L plus R2 mal J Omega L. Stimmt's? Also wenn man das jetzt hier mal einfach ausrechnet. So, und dann bleibt hier eben über R2 mal UQ1. Und hier drüben bleibt eben über R1 mal UQ2. Und das müsste jetzt im Idealfall auch das sein, was laut Musterlösung rauskommt. Und das Ganze möglicherweise noch negativ, weil das Minus hier muss noch irgendwo mit hin, ja. Ja, aber ansonsten müsste das jetzt hier so mit der Rechnung so passen. Also von den Einheiten passt es auf jeden Fall. Ja, ich habe hier Ohm Quadrat, Ohm Quadrat, Ohm Quadrat. Hier habe ich nochmal ein Ohm und ein Ohm und ein Volt und so. Da kommt am Ende schon Ampere bei raus. Und jetzt kann man, jetzt mache ich noch eine ganz kleine letzte Skizze und dann machen wir sozusagen irgendwie Schluss für heute. Wenn man jetzt auf diese Formel da drauf schaut, man stellt mal fest, die hat irgendwie so eine Symmetrie. Ja? Also das ist immer R2 UQ1, R1 UQ2, R1 R2, R1 J Omega L, R2 J Omega L. Wenn ich in der Formel R1 und R2 tausche, also wenn ich in der Formel immer die 1 gegen die 2 tausche und die 2 gegen die 1 tausche, ist genau die gleiche Formel. Stimmt's? Kommt exakt die gleiche Formel bei raus. So. Und wenn die Formel diese Symmetrie hat, dann sollte auch die Schaltung diese Symmetrie haben, sonst wäre es total komisch, wenn die Schaltung die nicht hätte. So, jetzt nehmen wir aus der Schaltung mal diesen hässlichen Widerstand R3 raus hier, der zur Verwirrung beiträgt, den braucht sowieso keiner. Ja? Und jetzt mache ich die hier weg und mal die einfach ein bisschen dichter dran. Ja? Also von da hinten male ich die hier dran, UQ2 nach oben. Und hier drüben tausche ich jetzt mal einfach die Position. Also ich mache hier die Quelle weg. Und hier den Widerstand, mal den Widerstand hier unten rein, R1, und mal die Quelle hier oben rein. Und die zeigt ja hier nach links, also zeigt hier nach oben, UQ1. Und dann sieht man, das ist auch wirklich eine symmetrische Schaltung. Die kann ich jetzt hier so spiegeln und rumklappen. Ne, dann wird aus UQ1 wird UQ2, aus dem Widerstand R1 wird R2 und umgekehrt. Das L ist genau in der Mitte. Und das heißt, diese Symmetrie, die wir jetzt hier in der Formel wiederfinden, genau die gleiche Symmetrie haben wir auch in der Schaltung. Und das ist auch nochmal so ein Plausibility-Check, den man irgendwie so ganz gut nutzen kann, wenn man sowas ausrechnet. Ja, und ich meine, hier ist jetzt so ein schöner Fall, dass ich gerade von dieser Parallelschaltung und von diesem Stromteiler so einen Term eben genau wegkürzen. Und da was schön Einfaches bei rauskommt.